Hey Leute, ich habe bei Eis.de bestellt, das tue ich regelmäßig. Und wir haben ja vor Jahren schon mal so ein Pack-Opening von Eis.de gemacht. Und da dachte ich, warum machen wir es nicht nochmal? Kam damals recht gut an, ist wirklich schon Jahre her. 4 Jahre oder so. Und gut, erstmal, es ist von. Entschuldigung, ich habe mich vertan, es ist nicht von Eis.de, es ist von. Stand hier doch irgendwo. Internet Marketing Bielefeld. Am Arsch der Welt in Bielefeld. Wir haben Plopper. Echt geil. Ah, die Nachbarn werden sich freuen. Hier sind noch mehr. Ich muss sagen, ich habe, das mache ich jedes Mal, sehr viele Rabatte mitgenommen und kostenloses Zeug. Die Sache ist nämlich, wenn ich Vibratoren benutze bei One-Night-Stands, schenke ich den One-Night-Stands, weil ich es einfach irgendwie unnötig finde, die zu säubern und dann bei anderen Frauen noch zu benutzen. Daher habe ich da einen regen Verbrauch und brauche immer wieder neue. Und bei Eis.de gibt es immer mal wieder was kostenlos oder für 1 € oder für 2 € und dann packe ich immer direkt ein. Meistens bestelle ich dann, wenn ich neue Kondome brauche, direkt größere Mengen. Okay, was haben wir hier erstmal? Den gab es kostenlos dabei. Das ist so ein Ding, das siehst du über den Finger, da sind Noppen dran. Die Frauen, die es mögen, die meisten ist es egal. So, das erste, was ich oben brauche, dann haben wir hier eine Maske. Habe ich tatsächlich. Ich nehme immer das T-Shirt von der Frau, also wenn ich ihr die Augen verbinden will. Habe ich tatsächlich noch nie benutzt, ist aber eigentlich jedes Mal dabei kostenlos, wenn ihr bei Eis.de bestellt. Also ja, wenn ihr Schlafmasken braucht, ich benutze tatsächlich für sowas. Diesmal habe ich mir überlegt, kann ich bestimmt im Stream nutzen. Ich verliere die aber auch immer. Sind wir mal ganz ehrlich. Da siehst du aber nichts durch. Ist safe. So, die behalte ich auch für mich, die tue ich mal. Wo steht hier ein bisschen da? So. Wir haben jetzt ein Prunkstück. Es gibt ja immer wieder extreme Sachen, die kostenlos sind. Ich habe hier einen Mini-Satisfier. Airplush Simulation. Der hier ist es. Ich werde ihn jetzt nicht auspacken, weil ich den, wie gesagt, nutzen will. Wobei, ich müsste gucken, ob Batterien drin sind, ob es Akku ist, was das für einer ist. Das gucke ich aber später privat, ne? Das muss ich jetzt nicht machen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben. Also einen Penisring benutze ich nie, bin ich ehrlich. Das ist doch sowas, das landet nicht im Müll, es verschwindet einfach. Verschwindet einfach. Dann haben wir hier so Packung, so ein Beutel, da kannst du Dildos reintun. Ist nett zu haben. Musst du nicht haben. So, dann haben wir hier. Meine Kondome, 100er Pack, bestelle ich immer. Reicht dann auch für gewöhnlich eine Zeit lang, das ist dann gar kein Problem. Hier gibt auch mal kostenlose Packung Kondome dazu. Schadet auch nicht. Dann haben wir hier diese Würfel. Die sind auch eigentlich immer kostenlos bei Eis.de, wenn du bestellst. Das ist dieses, was du tust und wo du es tust. Zum Beispiel hier gerade massieren Lippen. Viel Spaß dabei. So, dann haben wir hier, das war runtergesetzt, das ist ein Bondage-Seil. Ich persönlich benutze sehr gerne Paracord, das schneidet auch so ein bisschen in die Haut rein, wenn du das festmachst. Das mag aber jetzt nicht jede Frau, deswegen Bondage-Seil ist immer mal wieder kostenlos oder preisgünstig dabei, kann man auch mal einpacken, kannst du auch später der Frau schenken. So, jetzt kommen die Vibratoren, die haben 2 € das Stück gekostet, 2,22 das Stück gekostet. Da habe ich direkt ein paar eingepackt. Hier seht ihr. Da haben wir einmal mit so einer leicht gebogenen Spitze und hier einen, der ist abgestumpft. Ja, und das war jetzt eigentlich meine aktuelle Bestellung bei Eis.de. Ich dachte, teilen wir einfach mal. Haben wir früher mal gemacht. Warum machen wir es nicht mal wieder? Haut rein.